Und damit ein herzliches Hallo und es geht weiter. Wir sind ganz arg dabei, im letzten Schritten hier mal noch zu gucken, was wir noch tun können mit dem Zeug, was wir eingesammelt haben. Oder ich zumindest. Ich rede immer von wir. Tut mir leid, aber das ist so bedingt durch den Stream. Also, wir haben ja noch, ich habe ja noch die Dorade. Haben uns mühevoll aus dem Wasser gefischt. Und mal gucken, was wir jetzt damit anstellen können. Aber erstmal essen, trinken. Ganz wichtig. Und dann schauen wir mal, was noch so an Dingen zu erledigen sind. Was essen, was trinken. Zack, erledigt. Wir haben zwei Frösche. Wo habe ich die anderen hingeschmissen? Wo haben wir die Frösche versteckt? Fröschlein, wo seid ihr? Was? So, die Frösche sind weggehüpft. Alte Richtung. Wo habe ich denn die Frösche schon wieder hingeschmissen? Hier rein? Ne, hier sind die Samen drin. Und noch ein Pilz. Und noch überhaupt. Bin ich denn nun ganz besoffen? Wir haben doch welche. Oh mein Gott. Aber sag nicht, dass die despawned sind oder sich aufgelöst haben. Oh je. Hilfe. Wer hat meine Frösche geklaut? Nicht. Hilfe. Gar nicht. Oh Mann. War das nicht schon mal mit was anderem, was ich da verschmissen habe? Wenn jetzt die Frösche weg sind. Schließt, da seid ihr meine treuen Gefährten. Das wird auch mal mehr hier. Das können wir noch aufhängen. Frische Rochenhaut nehmen wir gleich mal mit. Der Rest ist mir gerade so ein bisschen Schnurzepiepe egal. Ihr seht, ich habe noch nicht wirklich aufgeräumt. Ich hatte irgendwie noch keinen Treif dazu. Aber die Frischis haben wir. Das lasst uns unsere Doraden auseinandernehmen. Mann. Ich hatte echt Angst um meine Frösche. Fuck. Ah ja, man muss schon eine kleine Macke haben, wenn man so ist wie ich. Das ist kein Wunder. Schlafen will auch schon wieder. Bin ich mal so voll? Ach so. Bin grundsätzlich immer voll. Kondor-Trophäe. Weil ich habe ja die Fischlis hier hinten. Die Krokos. Guck mal, sieht es nicht schön aus? Ja, also die ganze Hütte voller solcher Trophäen. Ich könnte nachts nicht schlafen. Da. Gut. Wir wollten Dorade. So, da. Na toll. Ey. Das wird lustig. Ey, wir haben einen süppi Fisch. Mal sehen, ob das Messer hält.
ein, das Dumme ist, wohin mit dem vielen Fisch? Wir können gar nicht so viel Suppe kochen. Oh Gott. Ich schmeiß mich die mal raus. Ja, jetzt ist Doraden-Time. Auf dass das Messer kaputt geht. Ja. Was sind ja jetzt die Gammlichen? Nein. Ja. Na komm. Die habe ich doch dann wieder vergessen, oder? Wenn ich jetzt hier reinpacke, habe ich die doch spätestens dann vergessen. So. Gammliches. Das kommt dort rein. Frösche, muss ich aufpassen. Ich verschmeiß die heute noch. Und jetzt war die Frage, für was waren die Dorade gedacht? Für irgendwas? Baupläne. Getrocknete Doradenflosse. Maschinenherstellung. Benutze Herd mit Topf zur Herstellung. Okay. Da brauchen wir jetzt verdammt viel Wasser. Wie werden wir denn einstecken? Im Zweifelsfall nicht genug. Noch ein Tropfen drin? Nee. So. Section habe ich noch. Tada! Sieben Stunden muss doch reichen, oder? Ein Feuer. Feuer entzünden. Jawohl. Also, nochmal. Neue Baupläne. Das bin ich ja mal gespannt. Was wir damit anfangen wollen jetzt. Dorade. Dann Baupläne. Da brauchen wir die wieder. Na gut, auch die verderben jetzt nicht. Aber warum zum Teufel kann ich den Rest nicht machen? Was fehlt? Ach, Wasser. Na dann, sag das doch gleich. Gut. Dorade. So. Wenn, dann machen wir alles. So. Gut. Aha. Habe ich das auch endlich? Und was kann das Mittel? Doraden, Baublin. 43 Gesundheiten, 4 Stunden wieder her. Okay. Mörser und Haltbarkeit. Okay, dann kommt es also mit hier rein. Ich dachte irgendwas Wichtiges. Naja. Gut. Haben wir das auch erledigt. So. Ich dachte, es wäre was Interessantes. Fischli brutzeln. Aber ich glaube, das hält ja auch bis Fischsuppe, Pilzsuppe, frische Suppe. Fisch und Wasser. Naja, letztlich. Was wollen wir denn mit dem ganzen Zeug? Oh. Frische Suppe. Mal gucken. 10-mal Fisch. Okay. Was kann ich jetzt? Wir haben jetzt schön noch 55 Essen. 45 Wasser. 12 Minuten. Gesundheit regenerieren. Na los, komm. Haben wir. Was mache ich mit dem restlichen Fisch? Was mache ich jetzt mit dem restlichen Fisch? Gebratener kurzer Fuchs, Agutus. Gibt es noch andere Rezepte damit? Baupläne, was haben wir denn da? Getrockneter Fisch, frische Suppe,
Gebackener Fisch in Ton. Wollen wir sowas auch mal machen? Gebackener Fisch in Ton. Gott. Wir haben doch. Lass mich raten. Gebackener Fisch in Ton machen wir wieder an irgendeinen anderen. Gebackener Fisch in Ton. Fisch, die Streifen, Herd mit Topf. Dauer des Vorgangs 40 Minuten. So. Herstellung. Ja. Mal gucken, wie lange das hält. Gebackener Fisch in Ton. Gebackener Fisch in Ton. Da. Aber jetzt doch, oder? Ich will gebackenen Fisch in Ton. Ja. Völlig erschöpft. Fortfahren. Ja, ja, ich gehe schnell schlafen. Ich gehe doch schon ins Bettchen. Oh, das Leben ist so grausam. Die Hälfte der Zeit verschläft man. So. 8 Stunden regeneriert. Zack. Haben wir. So, ha, gebackenen Fisch in Ton. Verdirbt in 36 Tagen. Na, also wenn das so ist, dann, ach Gott, da haben wir ja ewig Zeit. Und die Suppe in 35 Tagen, das hält ja ewig sozusagen. Und der Fisch in 6 Tagen. Da muss ich mir gar keine Gedanken machen. Und hier war noch Platz, oder? Das passt aber auch nicht mehr rein. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt brauche ich eine große Kiste. So, wo waren die? Da nicht, hier nicht, dort nicht. Hier. Gibt's nicht eine super Kiste? Ich habe so 100 gewesen. Nee. Platzieren, oh Gott. Guck mal gleich nochmal. So, wir brauchen 2 Seile, das habe ich gesehen. 1, 2. Lange Stöckchen und Blätter. 1, 2. Merke ich mir das? Nö. Warum auch? Ist ja, wäre ja zu einfach. Noch 4 lange Blätter. Zwei, drei, vier. Noch ein paar Stöckchen. Und noch ein paar lange Stöckchen. Und hops. Wir haben lange keine Stöckchen mehr gesammelt. So. Haha. Wenn das jetzt nicht alles ist, dann renne ich halt nochmal. Ach so, wir müssen die Seile noch machen. Jupp. Badam, badam. So, Seile. Ja, 2 Seile. Wenn ich dran denke, dass es mal verdammt teuer war. Da. Und wir essen einmal. Die Suppe kommt hier rein. Wenn es verdirbt, verdirbt's. Und es regnet doch schon wieder. Kein Wunder, dass ich jetzt depressiv werde. Da. Dabei wollten wir doch heute zum Häuptling. Ja. Komm hier, Rinder mit. Anzünder auch braucht man nicht. Gasmaske. Nehme ich wieder mit aufs Boot. Und den Speer rüsten wir wieder aus. Und ich kann die Kupferharpune wirklich nicht reparieren.
sehr deprimierend. Wie viel hatten die noch? 44? Naja, da verlasse ich mich nicht mehr drauf. Ist schon irgendwie schade. So, noch was vergessen. Nee. Wie spät haben wir's? Ich will jetzt zu dem Häuptling. Komm. Halt, ich hab... Gottes Willen. Guck mal, hätte ich ja fast vergessen. Wir haben so viel Rochenhaut. Zip. Ist unsere Energie wieder unten. Da. Keine Ahnung, was wir mit so viel Rochenhaut wollen. Aber wir werden sehen. So, zack, rein hier. Erledigt. Das Teil lassen wir mal mit für den Bogen. Pfeile habe ich noch. Weil es könnten ja dort wieder Tiere sein. So, dann fülle ich meine Wasservorräte nochmal auf. Bum, 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 bum. 20 sind noch drin, okay. Kann ich den nämlich wieder voll machen. Der ist voll. Der ist voll, der ist voll. Ja, den Rest kippen wir einfach in den Herd rein. Und in den Herd. Ja, in unser Feuerchen. Zack. Ja. Gut, erledigt. Ja, dann schlafe ich nochmal schnell und dann ab zum Häuptling. Schon wieder schlafen. Trinken. Da. Ja, gut, das haben wir. Sollte ich vielleicht die Baumstämme schon mal mit nach Hause nehmen? Können wir dort vielleicht noch welche pflücken? Für den Fall, dass ich mal noch ein bisschen aus der Baumstamm kann. Hatten wir nicht auch einen gehabt, der besser ist? Ach, den habe ich bestimmt auseinandergenommen auf dem Kahn. Na, mal gucken. Wir laden erstmal aus. Dadam, dadam, bam, badam, dam, dadam. Ey, bei so einer trüben Suppe. Ja. Ja, Haus doch daneben. Leg hin. Ja. Wir haben ja unsere Baumstammständer gebaut. Da können wir die ja gleich mal einweihen. Nicht, dass ich es umsonst gebaut habe. Apropos bauen. Ich weiß, viele haben viel, viel größer gebaut und viel, viel mehr Zeit investiert in den Bau. Aber ich bin eigentlich mit unserer kleinen Butz hier völlig zufrieden. Ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, was ich noch als Größeres bauen sollte. Weil die Möglichkeiten, die man hier hat zum Bauen, reichen eigentlich. So. Gut. Die anderen auch noch holen.
Ja, da können wir nämlich auf der anderen Insel nochmal neue Baumstämme uns besorgen. Weil wir haben ja unsere Pflanzkästen noch, wenn ihr euch daran erinnert. Wir haben ja Samen eingesammelt. Den müssen wir ja auch noch verbauen. Zumindest pflanzen, damit wir sehen, was draus wird. Ja, dann müssen wir noch Schnaps brennen. Haha, falls doch mal irgendwo einer zu Besuch kommt. Naja, aber wir haben ja noch so ein paar medizinische Rezepte, die wir bisher noch nicht gemeinsam gekocht haben. Ja. Ah, da kann ich ja stehen bleiben. Nur ein Stückchen weiter weg. Nicht, dass ich wieder hier ein Schiff habe, was Randale macht. So. Tadam. Wir sind unterwegs. Okay, Haltbarkeit ist noch da. Wohin wollen wir? Wir wollen zum Häuptling. Das war hier. Gab es da nicht auch Krokodile? Oh Gott. Wir sind da. Fackel passt, bei den Burgen passt, was trinken. Komm, machen wir, nehmen wir gleich die. Was? Was hat er jetzt angezeigt? Noch an neuen Sachen da? Pistole. Ach ja, wir können die Pistole auch noch. Und die Kugelladung sollten wir jetzt ja auch machen, weil wir jetzt Schießpulver bauen können. Aber fehlt uns das Rezept. Verwundert mich aber, dass wir das noch nicht gefunden haben. Die Räucherei, seht ihr? Die ist ja auch noch auf dem Plan. Das schreibe ich mir jetzt mal auf. Da haben wir ja schon mal gerätselt. Was ist das? Leinenschlafsack. Okay. Es fehlt hier noch ein Booster. Da machen wir uns jetzt später Gedanken. Erstmal geht's zum Häuptling. War hier nicht in Wildschwein nur und dann hier ist Kupfervorkommen. Oder Eisen. Ich höre Gespenster. Hilfe! Nach wie vor irritiert mich das immer noch, dass der beim Laufen keine Geräusche macht. Jetzt ist wieder offen. Jetzt ist hier wieder offen. Wollen mich doch veräppeln, oder? Nee. Ich lasse mich da jetzt nicht locken. Hast du den Sonnenbrand? Ich höre ihn. Aha, neue Tabakpflanzen. Komm, wir beklauen den mal wieder. Und? Ein Tabaksamen. So, mein Freund. Ich würde eher eine Pfeife anzünden. Aber damit ich dich nicht bedrohen muss. Oder so wegstecken. Jawohl. So, mein Freund, jetzt zu dir. Gut, jetzt ich erzählen, wie man lebendes Gift herstellen. Danke, das könnte sich als nützlich erweisen. Gut, jetzt mache ich dir Handel. Du bringst 20 Kartenstücke von Einheimischen und ich zeige, wie bauen Sturmbrecher. Aber sicher doch. Ja,
If I deliver this to him, he will share the blueprints of the legendary Stormbreaker with me. Legend says that the natives could sail on the Stormbreaker to Bimini Island, where they visited the Fountain of Youth. Yay, neues Ziel. Oh, ey, ja. Wansichtkarten. Aber wir haben sie doch alle, oder? Tagebuch. Ey, ja, gut gemacht, jetzt ich reden, wie mein Vorfahren gebaut Sturmbrecher. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Was? Was? Das war's? Du nichts mitgebracht, Reisender. Nichts reden. Komm später wieder. Was soll ich denn mitbringen? Erstellung? Irgendwas offen? Ernte 10. Ach, ernten. Gesammelt haben wir es, wir müssen sie nur noch ernten. Na, das wird ja eine Aufgabe. Baue Dock auf der Schwefelinsel. Haben wir doch. Jetzt übertreiben sie es aber. Überlebensaufgabe, Tage, Quest, keine Ziele. Schlüssel, alter Truhenschlüssel, Anleitung für Jäger, Jacke, Hose, Pinot. Ich halte Pinole zur Herstellung frei. Was auch mal Pinole sind. Ach nicht, schaltet. Okay. Rezept für. Können wir da jetzt die Sturmbrecher bauen? Schiffe, jawohl. Sturmbrecher. Ach du. Glaubst es nicht. Haben wir ja fast alles da. Na gut, ich komme wieder. Weißt zwar nicht warum. Hast du es überlegt? Naja, ist ja gut, mein Freund. Ich gehe. Aber hier ist noch irgendwas, was man. Tabak, Hibiskus. Na gut, dann gehen wir. Die Musik, die macht mich jetzt gerade traurig. Ich dachte, er freut sich und tanzt im Kreis. Oder lässt mich immer an seiner Friedenspfeife nuckeln. Nö. Tja. Nehmen wir ein paar Stöckchen mit, haben lange keinen mehr gehabt. Was mich daran erinnern, müssen wir doch mal Stöckchen sammeln. Damit wir wieder mal ein bisschen rum. Fummeln können. So. Aber wir haben nichts mehr an Bord, oder? Oder haben wir noch, wenn wir immer hier sind, könnte man ja eventuell und so, ihr wisst. Nee, haben wir alle verbaut. Eins noch, na, das nützt uns nichts. Na gut, dann auf nach Hause. So. Aber wir haben doch hier. Da nicht, haben wir einen, da haben wir einen. Ich verstehe es nicht. Weil da ja zweimal Schwefelinsel steht. Ich verstehe es nicht ganz, aber okay. Müssen wir zu Hause auch noch ein neues Dock bauen, weil die Sturmbrecher wollen wir auch irgendwo an Land legen. Das können wir uns jetzt mal noch als Aufgabe nehmen für heute. Was habe ich nicht mitgenommen? Baumstämme. Ey, das ist irgendwie deprimierend. Dam, badam, bam, bam. Bam, 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 bam. Fein, mal gucken, wo wir die hinlegen. Oh. Irgendwann ist unser Strand mal zu. Hallo. Da. Hey, seht ihr? Steht der Kahn wieder hier. Die
Wie sieht's denn im Inventar aus? Wir haben noch Tabakblätter. Für was waren denn die überhaupt? Baupläne. Tabak ist für Verbrennung, naja. Verbrannt haben wir uns ja wenig bis jetzt. Da haben wir schon eine Tonne davon. Da. Passt hier noch ein bisschen Tabak rein, ja klar. Hier ist auch noch Fisch drin und die Pilze. Brotfrucht. Rezept für Brotfrucht war. Ach, in Verbindung mit den Eiern. Okay. Du? Baupläne. Kaviar, essbar, kann von Seeigeln und Seesternen gesammelt werden. Grundlegende Funktionen, wie ein einzelnen Namen. Haben wir irgendwo noch Seeigel? Aber, hä? Die Frösche habe ich doch immer noch. Oder soll ich die nur sammeln? 3 Seesterne. 1, 2, 3 Igel. Und wo baue ich das jetzt? Herstellung? Da. Kaviar. Herstellen. Haben wir noch irgendwelche Rezepte, die wir noch nicht gemacht haben? Geräuchertes Fleisch. Die Räucherei wollte man machen. Und geräucherten Fisch. Würde ich sagen, haben wir doch noch ein paar Aufgaben. Im Frisch, ich packe euch mal dort. Habe ich nicht noch die Dorade einstecken? Ach, hier. Wir waren ja lang genug unterwegs. 1, 2, 3, 4, 5. Mal gucken, ob die schon verdorben sind. Und vergammeltes kann man ja auch mal wieder nachlegen. Und Düng. Vergammeltes. Hier nicht, dort nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikao-Frucht. Komm, wir essen die. Weg ist er. Ich sehe gerade, wir haben ja auch die Vanille noch. Was macht man denn damit? Ein wundersames Gewürz. Baupläne. Forschen. Sorgfaltstrank. Einheimische Medizin reduziert vorübergehend den Zeitaufwand für Prozesse. Na, das fällt euch zeitig ein. Das fällt euch zeitig ein. Na, was soll's. So, was war jetzt der Plan? Wir zeichnen uns mal die Sturmbrecher an. Mal gucken, wie groß die ist. Ja. Herstellen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die wirklich so toll ist. Die Materialien. Platzieren. Naja. Was brauchen wir denn? Wir brauchen 3-mal getrocknete Haut und 3-mal die Seile. 3-mal getrocknete Haut und 3 Seile. 3-mal getrocknete Haut und 3 Seile. 1, 2, 3. Und 3 Seile. Eigentlicherweise müsste man meinen, ich kann das jetzt schon. 2-mal Werkbank, merke ich mir. Und 2-mal getrocknete Haut noch. 1. 2. So. Tadam. Hallo. Schildi, die wollen, dass ich dir den Panzer klaue. Die Schweine. Die bösen, 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 bösen. Zack. Nein, nicht 3-mal. So, platzieren. Okay. Step 1 ist erlegt. Wir können ja hier gucken. Du musst ja nicht hin und her rennen. So, was brauchen wir noch? Wir haben die Seile, wir haben das. Wir brauchen einen hohlen Baumstamm und 3-mal geteilter Baumstamm. Große Ressource. Gewöhnlicher Baumstamm. Was? Sehe ich auch zum ersten Mal. Zack. Nehmen wir unsere Säge her. Geteilter Baumstamm.
platzieren, machen. Und nochmal, wir brauchen ja dreimal. Hallo? GN. Ach so, mit E. Okay. Geteilter Baumstamm. Zack. Dann brauchen wir noch einen. Warum? Das haben sie aber irgendwie mit E. Hier ist mal eine andere Taste. Hohler Baumstamm. Perfekt. Oberreihe haben wir, dann brauchen wir drei Federn. Einmal Schakal. Eins, zwei, drei. Ich nehme dreimal mit. Schwarze. Und drei Federn. Die haben wir. Das Einzige, wo ich mir nicht so sicher bin. Drei Federn. Eins, zwei, drei. So, gucken wir nochmal. Ein Schildkrötenpanzer. Ich weiß, wir haben hier draußen eingelagert. Da. Als ob ich. Weil kein Metall nicht an dem Ding. Na super. Zumindest muss keine Schildiwatter darunter leiden. Da. 8 Stunden. Okay, wir gehen schlafen. Das möchte ich ausgeruht und ausgeschlafen erleben. Essen, trinken fehlt wieder. Was haben wir denn noch da? Hier ist noch eine Suppe. Die gibt Wasser, die gibt das. Wir haben doch von allem. Wir haben doch Haufen Essen gemacht. Guck mal, wir haben doch hier frische Suppe. Super. Und das Zeug bringt Viertel 15 und das Kaviar 12. Naja, muss reichen. Da-dam, ba-dam, ba-ba. So. Gut. Tja, seht ihr? Ich komme mit 2 Stunden Schlaf aus. Wer hätte es gedacht? Und als nächstes schreit er bestimmt rum, dass der Hammer irgendwie nicht ausreichend hat. Dann flipp ich aus. Bauen. Da. Wir haben sie. Endlich, es ist soweit. Jetzt mal ein Screenshot machen. Das muss ich mir doch. Kann ich mir doch nicht. Wo ist denn der Mauszeiger jetzt her? So. Jetzt 10.000. Oh. Primitives Fass. Okay. Eine Kajüte. Ach, die kann man auch noch verbessern. Wollen wir das heute noch machen? Dann schauen wir mal. Also, 3 lange Stöckchen. Komm, wir bringen die Verbesserungen. Hilfe! Mein eigenes Boot hat mich abgeworben. 1 Töpfchen und 2 Teus. Ein Töpfchen und 2 Teus. Teuhaut haben wir. Frische. 1, 2. Irgendwelche Seen wollte der haben. Nehmen wir die mal mit. So. Töpfchen, ich habe doch Töpfchen gesammelt. Ich bin doch der Sammler vom Herrn. Was? Verbrannter Topf. So, bringen wir erstmal hin. Nicht, dass die Taschen wieder zu voll sind. Oh, ich habe mich verletzt. Ah. So, Ressourcen platzieren.
frische Teju-Haut. Ach du Heiliges. Woher nehme ich denn jetzt frische? Drei Steckchen und zwei Horn. Drei Steckchen, zwei Horn. Das mache ich jetzt mal noch. Ups. An frische Teju-Haut kommen wir dazu gar nicht ran. Aber nur einmal. Das ist natürlich jetzt mies. Zumal ich jetzt vergessen habe, was ich eigentlich holen wollte. Ich habe mich jetzt so wieder drüber aufgeregt. Irgendwas mit drei Stöckchen. Brauchen wir denn auch was hiervon? Ach Mensch, ich dachte, wir können die heute fertig bauen. Nee. Das Spiel mag mich einfach nicht. Ich weiß nicht warum. So, Ressourcen platzieren, so. Hab ich den langen Stock vergessen. Ein Stöckchen. Schlimm, wenn man langsam alt wird, oder? Da, mein Screenshot daneben gelegt. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ja, die Teju-Haut. Aber ich möchte jetzt nicht extra losfahren dafür. Aber können wir ja vielleicht nochmal Ressourcen sammeln. Also, wir brauchen noch ein langes Stöckchen. Zack, den haben wir. Zweimal Horn. Oh, eins. Zweimal Horn. Eine Spinne und eine getrocknete Schlange. Eine Spinne und eine getrocknete Schlange. Eine Spinne und getrocknete Schlange. Müssen wir auch noch trocknen. Da-da-da. Wo trockne ich denn die Schlange überhaupt? Wo war denn das? Da. Im Dehydrierer. Das mit drei Stück lag ich doch gar nicht so verkehrt. Was denn hier? Getrockneter Frosch. Dehydrierer. Getrocknete Kader 1 Frosch. Ressource für komplexe Herstellung. Na dann. Weil man weiß ja gar nicht, was man zuerst machen soll. Dorade. Fünf Stück. Hinzu, 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 hinzu. Nee. Das haben wir. So. Also ich glaube, ich könnte in der Wildnis nicht überleben. Läuft. Mais erwachsen. Düngen. Einmal Dünger noch. Vanille. In drei Tagen. Okay. Also dreimal Dünger bitte schön noch. Eins, zwei, drei. Hier habe ich noch fünfmal Fische zum Gammeln lassen. Na komm. Keine Ahnung, warum ich immer auf die Fässer hochhüpfe. Dann. Sonst vergesse ich das mit dem Düngen. Ja, gut. Was brauchen wir hier denn überhaupt noch? Platz geteilte und ein hohler Baumstamm. Okay. Okay, Spiel, schrei mich nicht so an. Naja, dann haben wir das zumindest. Hallo? Was hab ich jetzt gemacht? Hilfe? Bewegen, geändern. Was ist denn das jetzt hier für ein Quatsch? Was dumme ist.
Wenn ich den nirgendwo hinmache, kann ich die ja nirgendwo befüllen. Au! Ja, kein Kratzer diesmal. Wundert mich aber. Aber jetzt Ressourcen hinzufügen. So, für ihn brauche ich nur noch Teju-Haut und das trocknet. Teju-Haut haben wir auf der Nachbarinsel, müssen wir holen. Gut, dann ist der Plan für morgen ja da. Ihr seht, ich habe es versucht. Wie viele Geteilte wollen die haben? 6 Stück, man übertreibt es mal nicht. Wer soll denn das Material hier reinschleppen? Machen wir mal noch für Geteilte. Noch Steinchen hier irgendwo. Ein Stein bitte. Apparieren. Ja, für unser Zweck reicht's. Ja. Ich will hier eine kleine Treppe haben. Das haben wir. Wir haben gleich 2 von den Beeten. Brauchen wir sozusagen 12 davon. Ich weiß nicht, ob das das Material mitmacht. So, 2, 4. Haben wir 6 davon. So, und nochmal. Schmeiß es doch hier rein. So. 8. Noch 2 Baumstämme. Jedes Mal eine andere Taste, das ist irgendwie. Hab dich nicht so, du hast dich nur ein bisschen gekratzt. So, und jetzt brauchen wir noch. Ich falle jedes Mal wieder auf den Trick rein. Hohler Baumstamm platzieren. Ich glaube, die Axt ist jetzt durch. Da. Minus 20. Ich habe bestimmt so das Falsche gebaut, oder? Ich muss 2 Stück davon einstecken, ja. Schlafen will er auch noch. Komm, wir schmeißen das mal da rein und dann haben wir für heute auch genug erledigt. Mit der Schaufel. Dann geh ich vorher schlafen. Da. Und wieder nicht genug getrunken. Kann der nicht alleine trinken? So selbstständig? Da ist doch schon alt. Aber jetzt wird wenigstens was fertig haben. Tada! Ein neuer Tag. Jetzt ist mir. Haben wir auch noch eine Schaufel? Armbrustbolzen, hätte ich fast gesagt. Bolzen. Soll ich jetzt. Nicht dein Ernst, oder? Holzschaufel, die muss reichen. Ich renne jetzt nicht aufs Boot, nur um mir jetzt eine Schaufel zu holen. Ja. So, gut. Kann ich wenigstens sagen, ich habe heute was geschafft. Aber nicht mehr drin. Und wie sieht es jetzt hier aus? Es läuft noch. Gut, Freunde der sanften Unterhaltung, ich würde sagen, machen wir für heute Schluss. Wir waren beim Häuptling und morgen gehen wir dann mal nochmal rüber auf die Insel Teju-Haut besorgen. Glücklicherweise kommt die uns ja freiwillig entgegengerannt. Darum müssen wir nicht großartig suchen, würde ich mal sagen. So, das hier rein. Ich packe mal den ganzen Kladderadatsch wieder weg, den ich hier sinnfrei ins Gepäck genommen habe. Und dann bis morgen in alter Frische. Ihr seht, ich bin bemüht, nur das Spiel mag mich nicht. Ist doch gut gesagt, oder? Ja, die Steckchen hier drin. Dann in alter Frische morgen und hoffentlich auch gesund und dann mal gucken, wie
wie es hier weitergeht, da können wir morgen vielleicht schon unseren ersten Ausflug mit unserem neuen Gefährt machen. Also, in diesem Sinne, bis morgen dann, Tschüssikowski und bye bye.